Ihr könnt cool sein, ohne kalte Füße zu haben. Das ist das Motto von Jan Kaat. Der 37-jährige international gefeierte Designer revolutioniert die Welt der Teppiche und kombiniert Jahrhunderte alte Handwerkskunst aus dem Orient mit minimalistischen Designs. Ein Erfolgsrezept. Pro Jahr verkauft Jan Kaat 2400 Teppiche. Zum Beispiel auf der Domotex, der weltweit größten Teppich- und Bodenbelagsmesse. Denn hier werden alle Designtrends der kommenden Saison präsentiert. Teppich wird wieder interessant. Also es geht wieder weg von den polierten, glatt polierten Böden. Die Leute machen sich so ein bisschen heimiger zu Hause und das merken wir ganz stark. Wir haben vor einigen Monaten an Anthony Kiedis verkauft. Das ist der Sänger von den Red Hot Chili Peppers, für seinen Getaway auf Hawaii. Arbeiten aber auch, wie gesagt, für viele Modelabels. Ein deutscher Name ist zum Beispiel Hugo Boss. In Bochum entwirft Jan Kaat zusammen mit Dimo Feldmann, einem ehemaligen Techno-DJ, die Designs. In allen Teppichen spielt der Reiz des Fehlerhaften, der Erosion und der Verwandlung eine zentrale Rolle. Kollektionen, Farben und Materialien können aber auch frei miteinander kombiniert werden. Der Teppich als individuelles Kunstwerk. Steht das Konzept, wird es nach Nepal oder Marokko übermittelt, wo die Teppiche nach alter Tradition mit der Hand geknüpft werden. Das Knüpfen eines 2,5 Meter großen Teppichs dauert 3 bis 4 Monate. Garne aus Wolle, Seide und Brennnesselfasern stehen in 1200 Farben zur Auswahl. Wir versuchen natürlich, ökologisch einwandfreie Farben zu verwenden. Das ist ganz, ganz wichtig in unserer Industrie. Gleichzeitig werden unsere Produktionen von der Fairtrade-Organisation STEP, die auch in der Schweiz beheimatet ist, beobachtet und zertifiziert. Da geht es um faire Bedingungen vor Ort, dass keine Kinderarbeit stattfindet, was natürlich selbstverständlich ist. Ja, und dass überhaupt die Bedingungen fair sind. Traditionell und gleichzeitig modern. Jan Kaat bleibt dieser Devise in allen Produktionsbereichen treu. Auf der Internetseite werden die Teppiche in einem virtuellen Kunstmuseum präsentiert. Auch der Bochumer Showroom erinnert an eine Kunstgalerie. Hier hängt auch der Teppich Ferrara Radi Rocked, der diesjährige Gewinner des Carpet Design Awards, der dieses Jahr auf der Messe Domotex stattfindet. Also man kann ganz deutlich beobachten, dass in den letzten Jahren auf der Domotex speziell handgeknüpfte Teppiche immer wichtiger geworden sind. Die Ausstellerzahlen steigen. Domotex bietet diesen kleinen Firmen zurzeit, denke ich, mit die interessanteste Bühne. Auch Jan Kaat wird im Januar 2011 wieder auf der weltgrößten Teppichmesse mit dabei sein. Und ganz nach seinem Motto bekommt er ganz bestimmt keine kalten Füße.